Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei CTV. Wir schalten das erste Mal in unserer Sendung nach Salzburg. Ich freue mich sehr, Gerd Harlander von den Salzburg DAX ist bei uns zu Gast. Hallo Gerd. Ja, hallo, Servus, freue mich über die Einladung. Wir freuen uns, dass du da bist. Gert, die Salzburg DAX haben ja eigentlich in den letzten 10 Jahren, 2013 gegründet, unheimliche Fortschritte gemacht und vor allem im letzten Jahr hat man gesehen, sportlich auch an dritter Stelle in der vorläufigen Tabelle, also hinter den Vikings und den Prag Lions. Da muss man schon sagen, damit haben ein paar Experten nicht gerechnet. Auch deswegen nicht, weil in Salzburg sehr gut gearbeitet wird für den American Football Sport. Worauf führst du denn das zurück, dass auch Sportliches geklappt hat und nicht organisatorisch? Auf das kommen wir auch noch zu sprechen. Ja, ich glaube, weil wir sehr viel Wert auf Nachwuchs legen, ja, also war immer schon unsere Intention, möglichst früh Kinder in den Football zu integrieren. Das ist ja das Geheimnis der Vikings und der Raiders letztendlich am Ende des Tages. Je früher die Leute beginnen, desto mehr Verständnis für die Sportart können sie entwickeln und desto bessere Spieler werden sie. Aber wir haben auch, das muss ich auch dazu sagen, wir haben eigentlich wirklich auch tolle Quereinsteiger gefunden, die halt athletisch einiges drauf haben, die relativ spät zum Football gekommen sind, die bei uns aber mittlerweile genauso wichtig sind. Also wir haben da eine gesunde Mischung aus jung und erfahren und das macht uns, glaube ich, aus, ja. Und einen sehr guten Coaching-Staff, muss ich sagen, der halt wirklich hervorragend arbeitet. Der Coaching-Staff ist natürlich extrem wichtig, weil der auch gerade beim Nachwuchs, es müssen ja auch Coaches sein, die, sagen wir mal, die Begeisterung auch ein bisschen an den Nachwuchs weitergeben. Die schon älter sind, haben ja dann den Nachwuchsvirus schon geschluckt und sind natürlich auch mit Feuereifer bei der Sache. Aber wird sich im Coaching-Staff jetzt einmal in der Kampfmannschaft für kommendes Jahr was verändern bei euch? Ja, definitiv. Also wir arbeiten gerade einerseits an der Vergrößerung vom Coaching-Staff. Unser Coaching-Staff ist zwar qualitativ hochwertig, aber etwas klein. Das ist definitiv der Fall. Dann mit dem Rick Rhodes, der ja bisher unser Defensive-Coordinator war, der ist halt jetzt auch in einem Alter, wo er das jetzt nicht mehr, sage ich mal, 6 Monate lang machen kann. Das heißt, er wird sich als unser Defensive-Coordinator zurückziehen, wird uns weiterhin beraten, wird auch nach Salzburg kommen. Aber wir sind aktuell gerade auf der Suche nach einem Defensive-Coordinator. Da haben wir schon einige Gespräche gestartet. Wir haben mit einigen anderen durchaus auch ja, in österreichischen Football-Szene bekannten Coaches gesprochen, die ja, für uns von Interesse sind. Einerseits auf der Position, aber auch Special Teams, wo wir Koordinatorstelle offen haben, haben wir jetzt eine Lösung gefunden, mit der wir sehr glücklich sind, wo ich dann aber heute noch nichts verraten kann. Das heißt, wir sind eine Spur zu früh dran, aber wir werden sie ja spätestens dann Genau. aus den Medien erfahren oder sonst irgendwo auch, ich sage mal, Social Media wird da auch noch ein bisschen vorpreschen. Aber vorgeprescht seid ihr ja schon und das durchaus berechtigt und auch, ich sage mal, zu Recht, mit einem Projekt, das sogar die Vikings in Wien und mich persönlich auch beeindruckt hat, nämlich der neue DAX-Bond, nennt ihr das, ja? Das ist dieser Genau, neue ja, sonst Teich. ein gleich. Genau, und der wird ja sogar von einem extra Architekten geplant und gebaut mit 1200 Zuschauern dabei, also Tribüne und mit neuen Einrichtungen für die Spielerinnen und Spieler. Also es wirklich, da werden, glaube ich, 2 Millionen Euro investiert, die Stadt Ja, hilft, fast 3 Millionen. fast Ja. 3 Millionen investiert, die Stadt hilft mit. Wie ist euch das gelungen, eine Stadt zu überzeugen? Ich meine, in Wien funktioniert es anscheinend noch immer nicht ganz, wie man eine Stadt überzeugt, ein Footballstadion oder ein Footballzentrum vielleicht einmal zu revitalisieren, weil die Vikings haben ja eines, aber es ist jetzt nicht so Zuschauer, also von der Zahl her ist es nicht so groß. Aber wie ist es euch gelungen? Ja, wir haben, wie gesagt, in den letzten 10 Jahren, glaube ich, auch abseits vom Sportlichen extrem gute Arbeit gemacht, weil man sich selbst loben darf. Aber das gilt ja nicht nur für mich, sondern für meine ganzen Mitstreiter, die Familie Gabmeier etc. Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen das so ein bisschen ähnlich machen wie in Amerika. In Amerika sind diese Clubs, die haben immer also ein bisschen, also jetzt, ich rede von Highschool, College, die sind immer auch für die Gemeinde da. Die geben auch der Gemeinde zurück. Deswegen haben wir von Anfang an Wert gelegt auf
Sozialprojekte, die wir unterstützen. Wir gehen in die Schulen, wir sind bei autofreien Tagen dabei, wo uns so, wir haben es war immer so ein bisschen geben und nehmen. Und natürlich hat die Stadt und auch das Land jetzt in den letzten 3, 4 Jahren mitgekriegt, dass das ja jetzt auch sportlich extrem erfolgreich wird. Und dass auch ein Footballverein ein Stadion wie in Max Glan, also von der Austria Salzburg, mit 1700 Zuschauern füllen kann. Eben ein Verein da ist, der mittlerweile ja der zweitgrößte Stadtverein ist, eben mit der Austria Salzburg fast gleiche Größe. Wir haben jetzt insgesamt, wenn ich alle zusammenzähle, über 400 Mitglieder. Und das ist schon was. Also das nimmt da die Politik zur Kenntnis. Und wenn man dann zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten zusammen eben so ein Projekt entwickelt. Und eben, es war ein großes Glück für uns, diese Fläche zu haben, jetzt mit dem ehemaligen Bulls Field, die eigentlich jetzt schon für Football war. Und eben, wenn man dieses Glück hat, zum richtigen Zeitpunkt sozusagen das so zu machen, dann kann man auch eine Stadt überzeugen, ja. Gibt es denn, ist das, wie ist das eigentlich, kommen dann auch die Würdenträger der Stadt, sprich die Politiker, vielleicht auch die footballaffinen Gemeinderäte, wer immer das ist, kommen die dann und schauen die ja zu? Ja, also die waren in den letzten 2, 3 Jahren, haben wir eigentlich fast alle Stadtpolitiker, wichtigen und auch vom Land begrüßen dürfen. Also es war der Vizebürgermeister Auinger etc., auch der Sportlandesrat Stefan Schnöll oder auch seine Vorgängerin und so weiter und auch der jetzige Sportlandesrat. Also mit denen sind wir alle quer durch alle Parteien und das ist das Positive an der Sache. Also wir haben ja mit allen ein gutes Verhältnis. Weil es uns geht um den Sport. Am Ende des Tages, Sport sollte wie eigentlich unpolitisch sein, ja, sollte jedem einfach die Ausübung ermöglichen. Und deswegen, wir haben uns da nie positioniert und werden das auch nicht tun, sondern uns geht es um die Sache. Und das, ja, also quer durch alle Parteien waren schon da. Jetzt interessiert mich noch eines, der Game Day, der ja bei euch ein, so höre ich, ich war noch nie bei euch, ich muss das eh irgendwann einmal nachholen, Gerne, am jederzeit. Weg nach Gerne München oder einkaufen. so. Ja, genau. Vielleicht, ich rühre mich dann bei dir und wir sagen, bitte sei doch so lieb, Absolut, sag mir, wo ich jederzeit. schnell hinkommen kann. Wie gesagt, Genau. Tickets zahle ich mir selber. Aber ihr habt den Game Day auch ein bisschen aufgetunt, sage ich jetzt. Ich weiß auch, ich habe ja ein bisschen was mitbekommen. Ich glaube, der Walter spricht ja bei euch auch im Stadion, ne? Genau, ja, also wir haben jetzt seit, glaube ich, jetzt schon 2 Jahren oder so, haben wir den Walter Reiterer als Stadionsprecher gewinnen können. Das freut mich sehr, weil der Walter Reiterer ist einfach bekannt in Österreich und das auch wegen ihm, sage ich, kommen halt Leute ins Stadion. Ja. Und er hat bei uns seine Karriere als Stadionsprecher gestartet, weil er hat das davor noch nie gemacht. Und ja, ihm macht es total Spaß, glaube ich, und auch dem Publikum. Das ist einfach toll, sozusagen so eine vertraute Stimme auch im Stadion zu hören. Das ist ja fast schon ein genialer Schachzug, wie wenn man sie also auch für die Mannschaft dann irgendwelche tollen, wie soll ich sagen, neue Spieler holt. Und man holt sich halt den Walter fürs Mikrofon, der ja nicht nur ein Fan ist, der ja zumindest auch ein bisschen, ich sag's mal, Experte ist und der, das muss man auch dazu sagen, unheimlich viel die Werbetrommel rührt für euch. Auch wenn er jetzt für die Vikings arbeitet, aber er hat also nie aufgehört, mir zu sagen, du, die Ducks machen einen super Job in Salzburg. Und so die Kunde der Salzburger American Football Welt, die geht sogar bis in den Osten. Wir kriegen das auch mit. Ich habe einen guten Freund, den Charlie Lechner, der bei euch zu Gast ist und der mag sagt, was hast du mit den Ducks zu? Und sage ich, ja, ich mache ein Interview heute mit dem Gerd. Und ich werde ihm dann kurz erzählen, weil er gesagt hat, ja, muss mir erzählen, wo das ist und schickt mir das. No, zurück zum Game Day noch einmal. Du hast vorher 1700 Leute gesagt, damals auf dem alten oder auf dem Bulls Field. Jetzt habt ihr in etwa dieselben Kapazitäten, wenn ihr dann das neue Stadion beziehen werdet, dieses Footballzentrum. Was kann denn das alles, dieses Footballzentrum? Ja, also jetzt schon vorhanden ist ein Kunstrasenfeld, ja, rein mit Footballmarkierung. Das ist jetzt seit, glaube ich, 2 Wochen vollumfänglich markiert. Die Flutlichtanlage steht und die alte Tribünenanlage, die immerhin auch, glaube ich, knappe 600 bis 700 Leute fasst, steht jetzt schon auf der Gegenseite der Haupttribüne. Mit der werden wir nächstes Jahr quasi jetzt mal in die AFL reinstarten, weil wir haben uns entschieden, dass wir von Anfang an am Dachsband spielen. Wir werden das also auf eine Kapazität von 1000, 1200 Leute für die Saison hinkriegen. Wir werden ein eigenes VIP-Zelt aufstellen am Nebenraum.
Ja, und in der Zwischenzeit werden wir da quasi die Haupttribüne bauen, beziehungsweise das Hauptgebäude, weil die Einrichtungen befinden sich dann quasi alle unter der Haupttribüne. Die spielt alle Stücke, das ist eine überdachte Tribüne für rund 1200 Sitzplätze, entsprechend hoch. Darunter gibt es Kabinenräumlichkeiten, durchwegs großzügig. Ich glaube, wir haben zwei Kammer-Hauptkabinen mit, also für uns, fürs Heimteam mit jeweils fast 80 Quadratmeter. Die Gästekabinen haben auch immerhin nur, glaube ich, 60 Quadratmeter, zwei Stück. Nebenräumlichkeiten, Büros. Wir haben da drinnen unser eigenes Gym mit über 300 Quadratmeter und 400 Quadratmeter noch zusätzlich Outdoor-Gym. Wir haben unser Vereinsheim da drinnen, das auch für rund 80 Leute mal Sitzplätze bietet, ohne dass man Richtung Gym öffnet. Dann kann man noch größere Veranstaltungen machen. Also wir haben das alles ganz gut konzipiert. Und ja, das wird eigentlich auch fast ein kleines Stadion und eben wirkliches Footballzentrum, wo man direkt am Ort alles hat, was der Footballspieler zum Trainieren braucht und begehrt. Wir haben auch zum Beispiel die neue Huddle-Automatik-Kamera dort installiert. Das wird die erste ihrer Art in Europa sein. Also ich darf jetzt schon einladen, wenn alle andere Teams Interesse haben. Also unsere Anlage werden wir natürlich auch vermieten für Trainingscamps etc. Eines noch, wie schaut es aus mit der Erreichbarkeit mit den Öffis und andererseits aber mit dem Auto? Gibt es Parkplätze? Ja, also es liegt perfekt eigentlich. Es liegt direkt neben der Autobahn. Das ist Abfahrt-Messezentrum bei uns. Dort fahren sämtliche Busse hin. Es ist sogar vom Bahnhof fußläufig erreichbar. Also man geht da wahrscheinlich 20 Minuten rüber. Das ist ein netter Spaziergang. Kurz der Salzach entlang, dann ist man bei uns. Es gibt Hotels direkt in der unmittelbaren Nähe. Bus, wie gesagt, fährt vor und Parkplätze sind auch entsprechend vorhanden. Und es liegt da in Salzburg ganz gut, weil da ist der Quai entlang der Salzburg. Der verbindet Nord-Süd, da kann man jederzeit mit dem Radl hinfahren. Deswegen ist das Radfahren auch bei uns ein Riesenthema. Also wir haben entsprechend für die Game Days dann Radabstellplätze etc. Also ich glaube, das ist ja all das, was du jetzt gesagt hast, sind ja alles Dinge, die einer Einladung sozusagen angefügt werden, damit die Leute auch kommen. Ich finde das ganz großartig. Und ich nehme an, da werden noch mehr kommen als ich auch, weil ich habe vielleicht am Weg, vielleicht kommt die Doris einmal mit und so. Wir werden mal schauen, wie sich Sehr das gerne. entwickelt. Was ich jetzt ein bisschen möchte, einen kurzen Vorausblick auf die kommende Saison. Was habt ihr euch vorgenommen? Jetzt nicht, ihr wollt Meister werden oder Zweiter oder Dritter, sondern ein bisschen, sondern einen vorsichtigen Blick in 2024 in der AFL. Ja, also nachdem wir ja jetzt, sage ich mal, in den letzten 2 Jahren, insbesondere im letzten Jahr, eigentlich sehr, sehr gut mitgespielt haben, glaube ich schon, dass wir uns noch weiter verbessern können, dass wir uns heuer noch einmal festigen können. Natürlich auch wir haben diverse Abgänge, das ist eh ganz normal, auch teilweise jetzt mittlerweile an die ELF und so weiter, ist logisch, aber nicht zu viele, sodass ich glaube, dass wir auch nächstes Jahr eine Rolle spielen können. Wir haben mit Chris Denton nach wie vor unseren Quarterback behalten, der ganz ein wesentlicher Faktor ist. Aufgrund der Regelung nächstes Jahr hat er halt jetzt keinen amerikanischen Receiver mehr, unter Anführungszeichen. Aber ich glaube, wir haben gerade auf der Receiver-Position haben wir genug junge Talente bei uns, auch wenn ich da teilweise schon in unsere jetzige U18 reinschaue, die da wirklich eine Rolle spielen werden. Und ich glaube, dass man mit einem Quäntchen Glück wirklich heuer eventuell an den Playoffs diesmal teilnehmen werden. Ihr habt es ja voriges Jahr schon, ich sag's mal auf Wienerisch, relativ fest umgerührt. Und viele waren auch überrascht über die Spielstärke und über das Auftreten der Mannschaft, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass ihr mit dem sehr guten Coaching-Staff ja auch gut vorbereitet wart. Wenn man jetzt noch ein bisschen auf 24 schaut, wie weit ihr kommt, das Ziel ist gesteckt in etwa, aber so ein bisschen hinschielen, dass man am Schluss vielleicht statt einer der großen Mannschaften im Finale ist in St. Pölten oder wo immer das dann sein wird, das tut es ja schon ein bisschen. Also ich glaube, so Ja, eine also. positive Grundeinstellung ist schon da, weil nur zu sagen, ja, vielleicht schaffen wir es bis dorthin, in Wahrheit, wenn wir dann schon im Endspiel stehen. Ne? Ja, na, definitiv. Das war eben, allein wie wir damals die DAX gegründet haben, war ja nicht nur das Ziel, in die AFL zu kommen, sondern das dedizierte Ziel ist für uns, den Pokal, der das erste Mal in Salzburg stand, wieder nach Salzburg zu holen. Das ist, warum wir das Ganze machen. Ja, der Pokal, das war aber vor der DAX-Gründung, ne?
Ja, genau. Aber es waren damals eben die Salzburg Lions, die quasi die erste Austrian Bowl gewonnen haben. Und ja, wir wollen einfach, dass ein Titel wieder zurückkehrt nach Salzburg, auch im Football. Und wir denken, das ist möglich. Vor allem, wenn man das jetzt so ein bisschen in die Historie hinüber oder wenn man zurückblickt, Football hat ja in Salzburg Tradition und ihr habt das jetzt eigentlich ein bisschen auf ein nächstes Level gehoben und vielleicht auch noch bekannter gemacht. Frage, ist Salzburg und auch die Menschen in der Umgebung, sind die ready for Football? Ja, also absolut. Wir spüren das die letzten Jahre wirklich mit dem Zulauf, den wir haben. Allein Wahnsinn, dass wir über 2000 Kinder im Jahr mit Football in Kontakt bringen, mit den ganzen Schulbilderprojekten. Wir sind in den Volksschulen drinnen und so weiter. Also, ich kriege, glaube ich, in der Woche 4, 5 Anrufe von Müttern, die sagen: Jetzt war ein Coach bei uns in der Schule, sie wollen das einmal ausprobieren, etc. Also, wir haben da wirklich guten Zulauf. Und wie gesagt, wir sind jetzt die ganze Woche, sagen wir zum Beispiel am Christkindlmarkt in Salzburg, der ja von tausenden Besuchern besucht wird. Da haben wir einen eigenen Stand. Auch dort reden wir mit den Leuten über Football etc. Also ja, wir sind da wirklich auf einem guten Weg. Wenn wir noch dazu bleiben, Salzburg bietet ja auch für jene, die zum Beispiel nur für ein Spiel kommen, rundherum ja auch noch eine Menge anderer Dinge, die dann in Verbindung mit dem American Football Event vielleicht zu so einem Wochenende in Salzburg werden kann. Habt ihr da mal drüber nachgedacht, so ein Package schon mal zu schnüren, gemeinsam mit der Tourismus, Zentrale in Salzburg zu sagen, schau dir ein Spiel an und geh dann nachher, ich sage eine Hausnummer, zu irgendeinem Konzert oder zu irgendeiner anderen Event. Geschichte, die dann in Salzburg da in der Umgebung ja auch vor allem im Sommer und im Frühjahr, wenn das dann ist, auch stattfindet oder geht man Skifahren am Samstag, am Sonntag schaut man, ja gut, Skifahren wird es ja nicht ausgehen, aber gibt Nein, im es März schon noch. Ja, im März sicher, ne? Das ist die Frage, wie kühl es geht schon, dann schon im geht. Stadion ist. Habt ihr da Ja. nachgedacht, sowas anzubieten? Na, so, also das in dem Sinn haben wir jetzt konkret noch nicht vorgehabt, aber wir haben schon einige Ideen rund um ein Game Day in Kombination, wo wir da ein bisschen Erweiterungen haben wollen, wo wir gute Ideen haben und ich glaube, wo wir auch noch durchwegs jetzt eben mit dem DAX-Band mehr Leute anlocken können. Unser Ziel ist jetzt einmal auf dem Game Day, die Leute ja früher dorthin zu bekommen. Das heißt, wir haben dort auf der Location, wo wir sind, tatsächlich die Möglichkeit, ein fast wie ein echtes Tailgating zu machen. Also unsere Überlegung ist, wir stellen dort eine Galerie von Gasgrillern unter Anführungszeichen und bringen dort eine lässige Band hin, die schon 2 Stunden vorher spielt und die Leute sollen bitte ihr eigenes Zeug mitnehmen oder sie beim Foodtruck sie Zeug zum Grillen kaufen. Also wir wollen schauen, dass wir diese Community-Events rund um den Game Day definitiv ausbauen. Das ist jetzt mal der nächste Schritt, den wir da gehen wollen. Der Game Day ist also ein Faktor, der ja, den haben wir am Anfang schon besprochen. Wenn ich jetzt ein bisschen schaue auf die, ich sage es mal vorsichtig, die Vergangenheit noch einmal kurz zurück, die letzten 10 Jahre, gibt es da irgendein Jahr oder vielleicht auch mehrere Jahre, wo du sagst, die waren sehr entscheidend, dass wir jetzt, die waren entscheidend dafür, wo wir jetzt sind? Ja, also ganz klar, mal grundsätzlich das erste Jahr für uns, dass das überhaupt so geklappt hat, das Das war ist so, 2013, ne? ja genau, dass das tatsächlich wir damals das Riesenglück gehabt haben, dass wir gleich, ich meine, auch wenn es unter Anführungszeichen ein Bauernwiesen war, aber dass wir gleich irgendwo eine Möglichkeit gefunden haben, überhaupt einmal trainieren zu können für ein Jahr. Dann gleich das Jahr drauf, 2014, wo es für uns möglich war, dann auf dem Kunstrasen im Sportzentrum Mitte zu übersiedeln, wo wir jetzt die letzten Jahre trainiert haben. Also einfach dieses Glück zu haben, diese Trainingsstätten alle zu bekommen. Ja, und dann gibt es sicher, Highlight war jetzt dann mit dem Nick Johansson sozusagen in dem Jahr, der jetzt ja seit fast 5 Jahren bei uns der Head Coach ist. Der war einfach wesentlich auch für die ganze Entwicklung, die danach passiert ist. Und ja, das waren eigentlich so die wesentlichen Highlights. Wie seid ihr denn mit der Sponsorensituation zufrieden? Ich meine, die meisten sagen immer, man ist man Ja. nie, aber bei euch habe ich so das Gefühl, dass das schon eine runde Sache ist. Ja, also da haben wir auch großes Glück, dass, sage ich mal, die Familie Gappmeier da total rege ist und einfach die Kontakte hat. Allerdings, wir sind immer noch auf der Suche nach zum Beispiel einem Namenssponsor dann für den neuen DAX-Band und so weiter. Also das Ganze kostet schon richtig Geld, ja. Und da müssen wir, ich glaube, da haben wir wirklich noch Verbesserungspotenzial. Es ist bisher jedes Jahr noch ausgegangen, das muss man auch dazu sagen.
Wir haben jetzt mit der eigenen Anlage natürlich auch ein paar Möglichkeiten, weil wenn du die Gastronomie selber hast und das Ganze liegt auch eben am Quai, dann kann man ja auch an auswärtige Dinge verkaufen. Also da schauen wir schon, das Gym gehört auch uns, das können wir theoretisch vermieten. Da schaffen wir uns jetzt ein paar zusätzliche Einnahmequellen, die wir brauchen, weil ja den Hochbau am American Football Zentrum, der wird ja quasi von der GmbH bzw. von den DAX finanziert. Das gehört ja auch zurückgezahlt. Die Außenanlagen eben sind ja von Stadt und Land Salzburg errichtet worden. Aber wie gesagt, das ist eben kein Geschenk, sondern wir sind da auch durchwegs mit einer ordentlichen Geldsumme beteiligt. Ja, ich komme so ein bisschen in die Zielgerade von unserem Stream, von unserer Sendung heute. Gibt es denn ein bisschen, ich sage es ganz vorsichtig, schielt man, und zwar nicht in Bezug auf Teilnahme, ein bisschen auf die ELF bei euch? Ich denke jetzt, du hast vorher gesagt, Spieler musstet ihr abgeben. Ich denke jetzt an die Fluktuation. Klar, wollen junge Leute, die Football spielen, in einer Profiliga spielen und vielleicht auch ein bisschen Geld damit verdienen. Wir wissen alle, dass das jetzt nicht wirklich viel ist, was die Österreicher kriegen, also die Homegrowns überhaupt. Aber wie stehen Salzburg Ducks gegenüber der ELF? Also wir waren eigentlich von Anfang an eigentlich positiv, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir ja auch mitgekriegt haben, die letzten Jahre, was da in diesem sinnlosen Eifer-Hickhack da passiert ist, wo man den Sport wirklich fast ruiniert hat, ja, von dem Höhepunkt der Football-Weltmeisterschaft und so weiter ausgehend. Deswegen, es war nur logisch, dass in dieses Vakuum, gerade was international war, dass da jemand hineinstößt. Die Art und Weise, wie das aufgezogen wird, finde ich toll. Es ist eine wirklich, wenn man sich die Events anschaut, das sind Events, was Football ist und so muss es sein. Ja. Klar, das sind auch die NFL bildet keine eigenen Spieler aus. Am Ende des Tages, eine Profiliga wird sie immer bei Vereinen bedienen, das verstehen wir völlig. Allerdings sind sie auch Multiplikator. Sie sind die Leute, die im Fernsehen sind. Aber vielleicht, ja, die Zuschauerzahlen jetzt noch hinter den Erwartungen sind oder sonst irgendwas. Egal, am Ende des Tages, es sehen die Kinder, der Sport wird populärer, bei den Vereinen treten mehr Leute ein. Wir haben halt eine höhere Fluktuation, sage ich jetzt einmal, aber die haben wir in Salzburg sowieso immer gehabt, weil am Ende des Tages, wenn einer nach Wien studieren geht, nach Innsbruck studieren geht, wir haben keine volle Universität in Salzburg. Das heißt, wenn du was Technisches studierst, dann gehst du nach Graz, Wien oder sonst wohin, wenn du Medizin willst. Klar gibt es eine private Medizin bei uns, aber eben auch noch nicht so. Da gehe ich dann auch Innsbruck, Wien. Das war immer unser Ding. Also von daher haben wir kein Problem. Und wenn ich eben Spieler sehe wie Alexander Raischl, der in der Elf spielt jetzt bei den Vikings, etc., etc., da kann man ja auch stolz drauf sein. Das ist ja eine Werbung für die DAX, dass wir gute Spieler haben. Spricht auch in Wahrheit für den sportlichen Weg, den ihr in den letzten 10 Jahren gegangen seid, seit der Gründung. Also damit ist eigentlich alles klar gesagt. ELF ist aus eurer Sicht etwas, das den Sport nutzt und was Gutes ist. Vielleicht noch, mach doch, wenn du möchtest, noch so einen ein Schlussstatement. Möchtest du den Fans oder den Zuschauern noch was sagen in Bezug auf die Ducks oder generell in Bezug auf American Football? Ja, also unterstützt uns bitte weiterhin so toll, wie Sie es bisher getan habt. Schaut euch bitte nächstes Jahr unbedingt das Spiel im DAX-Band an, auch wenn er noch nicht ganz fertig ist, aber jetzt schon sehenswert. Ich glaube, es ist die einzige Anlage mit einem Logo mitten am Feld. Das haben wir uns geleistet, das wollten wir. Und ja, wir werden auch nächstes Jahr für Stimmung und für tollen Football garantieren. Und je mehr Leute das kommen, umso mehr freut uns das Ganze und so besser wird der Football in Salzburg weiterhin werden. Ja, das klingt alles wunderbar. Herzlichen Dank, lieber Gerd. War ein großartiges Gespräch, vor allem das erste Mal für uns, für unser Team von CTV in Salzburg zu Gast gewesen, einmal über die Leitung. Und das werden wir dann vielleicht auch noch mit einem Meet and Greet von uns, von mir zu dir, von du zu mir, werden wir das noch umsetzen. Ich sage mal herzlichen Dank, lieber Gerd. Ja, und jederzeit gerne eingeladen, gell? Kommt's vorbei, nimmt die Doris mit und dann trinkt man das eine oder andere kühle Getränk in Salzburg. Vielen Dank, ich werde es auf jeden Fall weitergeben. Die schauen ja da eh alle noch zu nachher dann. Ich habe jetzt noch für unsere Zuschauer eine Ankündigung für die nächste Woche. Am Freitag, den 15. Der Gerd ist ja am 8., also heute ist der 8., wenn ihr das anschaut, oder ab 8. ist er das dann da.
Ist die Simone Lesser da, die im Nachwuchs der Mustangs ihre Kraft als Coachin in dem Fall einbringt? Mit ihr habe ich geplaudert ein bisschen über ihren Weg als von der Spielerin. Die kommt ja von den Vikings Mermaids oder Ladies. Das ist so eine Twitter-Geschichte gewesen vor vielen Jahren. Und die wird uns ein bisschen was über den Nachwuchs noch einmal bei den Mustangs erzählen. Und in der Woche drauf haben wir dann den Nico Ruder, Quarterback von der AFL, der Vikings zu Gast. Und dann ist die Jahreswende da. Und dann schauen wir rüber in die NFL und da habe ich ein paar super interessante Gäste. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schaut rein bei CTV. Vielen Dank.